Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Deck-Profile auf meinem Kanal. Heute das Update quasi meines dunklen Magi-Decks zum Link-Format und quasi auch nach den neuen Legendary Dragon Decks Boxen. Da haben wir hier zum Beispiel den dunklen Magi der Drachenritter dazu bekommen. Aber ich würde sagen, wir quatschen da wie immer nicht groß drum herum. Wir gehen direkt ins Deck, also bis gleich. So, kommen wir auch direkt zu den Monstern und hier ist dreimal der dunkle Magier auf jeden Fall Pflicht. Er hat in seinem Text quasi stehen, der ultimative Hexer im Hinblick auf Angriff und Verteidigung. Das stimmt leider nicht mehr ganz, es gibt mittlerweile deutlich bessere Hexerkarten. Dennoch ist es quasi die wichtigste Karte, auf der das Deck halt basiert und deswegen muss man dreimal den dunklen Magier auch spielen. Dann spielen wir dreimal den Stab des Magiers. Das ist eine Suchkarte quasi, weil wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, dann kann ich meiner Hand eine Zauber der Fangkarte von meinem Deck hinzufügen, welche die Karte dunkler Magier in ihren Text erwähnt, also es muss ausdrücklich draufstehen. Das ist auf jeden Fall der Effekt, warum man diese Karte hauptsächlich spielt, weil es eine gute Suchkarte ist. Zusätzlich ist es Stufe 3, kann man ein paar extra Deckbeschwörungen mitmachen, deswegen dreimal Stab des Magiers. Eigentlich auch Pflicht im Deck, habe ich auch schon gesehen, dass Leute den nur zweimal spielen. Ich halte ihn allerdings für dreimal besser. Dann spielen wir zweimal die auszubildende Illusionsmagierin. Habe ich mich gegen die, ja, die Variante entschieden, sie dreimal zu spielen. Kann man natürlich auch machen, aber da sie ja quasi eine kleine Handtrap ist, sie so ein bisschen harnessed und ja, also letztendlich ist ihr Effekt, also ich kann diese Karte der Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören, indem ich einfach irgendeine Karte abwerfe. Und wenn die Karte dann als normale oder Spezialbeschwörung beschworen wird, dann kann ich meiner Hand einen dunklen Magier von meinem Deck hinzufügen. Und zusätzlich noch während der Schadensberechnung, falls ein anderes finsternes Hexermonster von mir kämpft, das ist ein Schnelleffekt, dann kann ich diese Karte von der Hand oder offen von der Spielfeldseite auf den Friedhof legen und das Monster, das ich kontrolliere, hält dann nur während der Schadensberechnung 2000 ATK. Das ist nicht schlecht, somit kann man den dunklen Magier auf 4500 ATK hochboosten und deswegen ist es ein kleines Hornist, eine gute Karte. Dann spiele ich zweimal den Magier der dunklen Illusionen. Habe ich auch schon gesehen, dass Leute ihn dreimal spielen. Ich spiele ihn auch nur zweimal, weil er sonst echt bricken kann. Das ist quasi der alternative dunkle Magier. Ihn kann ich quasi specialen, wenn ich eine Zauber- oder Fallenkarte oder einen Falleneffekt aktiviere, also in meinen Spielzug. Das ist eine gute Sache, da kommt man leicht in seine Plays mit rein. Deswegen ist der Magier der dunklen Illusionen quasi ja wie der blauäugige alternative weiße Drache aus dem Blue-Eyes-Thema. Dann spiele ich noch zweimal den dunklen Magier des Chaos. Muss man unbedingt spielen, meiner Meinung nach. Viele Leute spielen ihn nicht, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, aber mit ihm kann ich mir quasi eine Zauber der Fallenkarte vom Friedhof quasi wieder auf die Hand holen in der Endphase. Ist eine gute Sache, er hat 2800 ATK, zusätzlich ein guter Beatstick, man bekommt ihn auch eigentlich relativ gut raus. Deswegen spiele ich ihn zweimal, muss allerdings jeder für sich selber entscheiden, ob er das eben so machen will oder nicht. Dann zu den Karten, die ich einmal spiele. Da spiele ich hier einmal den guten Destrudo. Ist ein kleines Experiment, ist ja quasi, oder kommt quasi heute erst raus, wo ihr das Video seht. Ist ein Empfängerdrache. Mit ihm kann ich, also ihn kann ich quasi immer specialen, indem ich die Hälfte meiner Lebenspunkte bezahle und dann ein Monster der Stufe 6 oder niedriger wähle, quasi, das ich kontrolliere und dann darf ich sie specialen. Also das ist die Bedingung. Falls ich das tue, wird dann die Stufe dieser Karte zu der Stufe des gewählten Ziels, also was ich angewählt habe, zum Beispiel Dunkle Magie, wird es zur Stufe 7. Kann ich gut meine XI-Beschwörung mit durchführen, deswegen habe ich mich entschieden, den Destrudo einmal reinzunehmen. Ob man ihn jetzt dreimal reinnehmen sollte, weiß ich noch nicht. Muss ich auf jeden Fall nochmal genauer testen, wenn die Karte länger bei uns quasi auch da ist. Aktuell habe ich ihn sowieso nur einmal, deswegen das Experiment. Dann einmal zur Robe des Magiers. Ja, während des Spielzugs meines Gegners kann ich eine Zauber- und Fallenkarte abwerfen, darf einen dunklen Magier als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich die Karte spiele. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und dann eben noch das eine Max C. Absolut Pflicht noch. Kommt nur gegen Draco tot, ansonsten eine gute Karte. Und ja, das war es dann auch soweit mit dem Monster-Lineup. Und dann sehen wir uns gleich mit den Zauberkarten, da wir heute nämlich Zauber und Spells mal wieder getrennt machen. Also, bis gleich. So, fangen wir dann auch direkt quasi mit den wichtigsten Spell des Decks an, und zwar der dunkle magische Kreis, der ja zum Glück mittlerweile auch bezahlbar ist, da er den Reprint aus den Legendary Dragon Decks bekommen hat und auch aus der Megatin von 2017, die Variante, die wir hier liegen haben. Und zwar, wenn diese Karte aktiviert wird, darf ich mir die obersten drei Karten meines Decks ansehen, dann kann ich einen dunklen Magier oder eine dunkle Magier-Zauber- oder Fallenkarte, also da muss ausdrücklich dunkler Magier in ihren Text drinstehen,
Die darf ich dann vorzeigen und meine Hand hinzufügen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die übrigen Karten kann ich in der beliebigen Reihenfolge zurück aufs Deck legen, was auch nicht unbedingt schlecht ist. Und dann noch der eigentlich wichtige Effekt. Falls ein dunkler Magier als normal oder spezial schon auf meine Spielfeldseite beschworen wird, in Klammern, außer während des Damage Steps, dann kann ich diese Karte wählen oder eine Karte wählen meines Gegners, die er kontrolliert und darf sie einfach verbannen. Das ist sehr, sehr stark. Aber ich kann halt jeden Effekt vom dunklen magischen Kreis nur immer pro Spielzug verwenden. Das ist halt wie immer der Fall, ansonsten wird die Karte ein bisschen zu broken, aber wie gesagt, die wichtigste Karte, weil wenn ein dunkler Magier special wird, einfach irgendwas vom Gegner verbannen, sehr, sehr stark, also es kommt in den meisten Fällen sehr gut mit der Magier-Navigation, aber dazu später mehr und ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Dann spiele ich zweimal das Auge von Timaeus, da ich mich entschieden habe, das Deck auf jeden Fall mit der neuen Fusion zu spielen, aber dazu später dann auch mal mehr. Diese Karte wird immer als legendärer Drache Timaeus behandelt, das ist halt ihr Standardtext. Ich darf einen dunklen Magier wählen, den ich kontrolliere und darf dann ein Fusionsmonster, welches das Monster auf dem Spiel als Fusionsmaterial aufführt, als Fusionsbeschwörung von meinem Extra-Deck beschwören. Und deswegen ist das Auge von Timaeus da die beste Variante eigentlich. Deswegen auch zweimal hier das Auge von Timaeus. Dann hier noch zweimal dunkles magisches Erbe. Mit ihr muss ich einfach nur zwei Zauber von meinem Friedhof verbannen und darf meine Hand an eine oder Zauber oder Falle von meinem Deck hinzufügen, wo ausdrücklich wieder dunkler Magier draufsteht oder dunkles Magiermädchen. Was bei uns aber nicht der Fall ist mit den dunklen Magiermädchen. Das ist eine sehr gute Sache. Ich darf halt nur einmal pro Spielzug diese Karte aktivieren. Deswegen kann man sich auch überlegen, ob man sie auf 1 spielt. Muss man nochmal genau testen. Dann spiele ich in der Draw Engine zweimal den Topf der Begierden. Sollte auch jedem klar sein, die obersten 10 Karten verbannen. Dann darf ich 2 Karten ziehen. Dann spielen wir zweimal die Verlockung der Finsternis. 2 Karten ziehen. Dann ein Finsternismonster von meiner Hand oder meinem Feld quasi verbannen, beziehungsweise nein, das ist hier nur die Hand. Falls ich dann halt keins in der Hand habe, dann müsste ich meine ganze Hand auf den Friedhof legen. Das ist aber eigentlich fast nie der Fall, da wir ja nur Finsternismonster spielen. Deswegen die Verlockung der Finsternis eine ja, unserer wichtigsten Draw-Karten. Dann spielen wir noch zweimal den Topf der Gegensätzlichkeit. Der ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil wenn ich mit ihm quasi oder wenn ich sie gespielt habe, dann darf ich nicht mehr specialen. Dafür darf ich aber die obersten 3 Karten meines Decks quasi anschauen und darf mir davon eine hinzufügen und den Rest mische ich dann quasi wieder ins Deck. Eine sehr, sehr gute Karte, muss man allerdings ja bedacht einsetzen in diesem Deck. Dann noch zu den Zauberkarten, die ich einmal spiele. Einmal Kunst des Beschwörers, kann sehr gut sein, da darf ich ein normales Monster der Stufe 5 oder höher von meinem Deck hinzufügen. In dem Fall ist das dann der dunkle Magier. Dann hier einmal der Angriff mit dunkler Magie, ist quasi der schwere Sturm des Dark Magician Themas. Falls ich einen dunklen Magier kontrolliere, darf ich alle Zauber- und Fallenkarten, die mein Gegner kontrolliert, zerstören. Dann hier noch das Engagement durch Licht und Finsternis, eine relativ leichte Beschwörungskarte für den dunklen Magier des Chaos. Ich muss einfach nur einen dunklen Magier als Tribut anbieten, darf einen dunklen Magier des Chaos als Spezialbeschwörung von meiner Hand, mein Deck oder meinen Friedhof beschwören. Dann hier noch einmal Illusionsmagie, kann man auch zweimal spielen, aber ich finde den ersten Teil des Effekts nicht so gut, und zwar biete ein Monster vom Typ Hexler als Tribut an. Finde ich nicht so gut, dafür darf ich dann meiner Hand 2 Kopien dunkler Magier von meinem Deck oder meinem Friedhof halt hinzufügen, das ist eine gute Sache. Ich kann die Karte sowieso nur einmal pro Spielzug aktivieren, deswegen halt auch nur einmal. Und als letzte Spellkarte dann einmal das Schwarze Loch, kann man auch mit Raigeki spielen. Ich habe das Schwarze Loch jetzt hier erstmal reingenommen, muss jeder für sich selber entscheiden. Und ja, das war es auch soweit mit den Spells und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rüber zu den Traps, also bis gleich. So, bei den Traps fangen wir an mit der ewigen Seele und das ist quasi, oder ich finde sie eigentlich, ist es unsere wichtigste Fallenkarte. Jeder dunkle Magier in meiner Monsterzone bleibt von den Karteneffekten deines Gegners unberührt und falls diese offene Karte das Spiel verlässt, müsste ich alle Monster, die ich kontrolliere, zerstören. Das heißt, diese Karte hier gilt zu beschützen und sie hat noch 2 wunderbare Effekte und zwar darf ich einen dunklen Magier als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder meinen Friedhof einfach Spezialbeschwören. Oder aber füge deine Hand einen Angriff mit dunkler Magie oder 1000 Messer von deinem Deck hinzu. Das heißt quasi, unser schwerer Sturm ist auch noch suchbar. Also wie gesagt, ewige Seele, eine sehr, sehr gute Karte. Man muss aber echt versuchen, sie gut zu beschützen. Ansonsten, wenn die Karte das Spielfeld verlässt und das Board quasi dadurch geklärt wird, dann ist das meistens eine Niederlage für uns. Dann spiele ich noch dreimal die Magier-Navigation. Ist ja auch eine Standardkarte in diesem Deck, die ja jetzt auch vor kurzem 2 Reprints bekommen hat. Erst in Legend, in der ersten der Megatin und dann Dragons, hier Legendary Dragons Deck. Sie ist einfach auch eine richtig gute Fallenkarte. Und zwar beschwöre einen dunklen Magier als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Und dann darf ich ein finsternes Monster vom Typ Hexer, der Stufe 7 oder niedriger als Spezialbeschwörung von meinem Deck noch zusätzlich beschwören. Das ist sehr, sehr stark.
Falls ich einen dunklen Magier kontrolliere, ist allerdings die Bedingung. Außer den Spielzug, in den diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann eine offene oder Zauber- oder Fallenkarte wählen, die mein Gegner kontrolliert. Ihre Effekte werden bis zum Ende des Spielzugs annulliert. Das ist auch noch ein schöner Nebeneffekt, den man aber eigentlich nicht so häufig benutzt. Zusätzlich ist die Karte eine sehr gute Kombination mit dem dunklen magischen Kreis, weil wenn sie quasi die dunklen Magier specialt und der dunkle magische Kreis dann triggert und was vom Gegner verbannt, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Dann zu den letzten drei Traps, die wir hier spielen. Dreimal der feierliche Schlag ist, denke ich, eine Karte. Ja, zu der brauche ich nicht so viel sagen. Da das Deck in der Stärke generell nicht ganz so stark ist und eigentlich auch eher langsamer ist, braucht man den feierlichen Schlag hier einfach dreimal, weil man muss einfach Spezialbeschwörung des Gegners negieren und damit ist der feierliche Schlag für 1500 Lebenspunkte immer noch die beste Variante meiner Meinung nach. Deswegen ganz klar dreimal der feierliche Schlag. Und ja, das war es auch soweit quasi mit dem Main Deck. Gehen wir direkt rüber ins Extra Deck, also bis gleich. So, im Extra Deck angekommen, schauen wir uns direkt hier mal den dunklen Magier, der Drachenritter, an den ich sogar zweimal spiele. Seine Beschwörungsbedingung ist ein dunkler Magier und ein Drachenmonster, deswegen auch das Auge des Temeos. Zusätzlich, wenn die Karte auf dem Spielfeld liegt, wird ihr Name zu dunkler Magier. Und solange sie auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt, dein Gegner kann keine Zauber oder Fallen, die ich kontrolliere, als Ziel für Karteneffekte wählen. Und zusätzlich können sie nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das ist mega gut. Das ist halt die Karte quasi, die unsere ewige Seele protected. Deswegen, wenn man die beiden zusammen hat, dann ist das ein schöner Lockdown, wie ich finde. Und deswegen spiele ich die Karte auch zusätzlich mit 3000 ATK. Ein guter Beatstick, kann man schön irgendwo drüber rennen. Deswegen eine sehr, sehr gute Karte. Dann spiele ich hier noch zweimal den schwarzen Hochmagier. Ist auch eine sehr gute Karte. Zwei Monster vom Typ Hexer der Stufe 7. Ist richtig gut für, ja, man kommt damit sehr gut in die Plays rein einfach, weil solange diese Karte Exil-Material hat, kann ich während des Spielzugs meines Gegners ist eine Schnellzauberkarte oder eine Fallenkarte von meiner Hand aktivieren und das ist halt einfach sehr stark, weil da haben wir in dem Deck einige Möglichkeiten. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Dann spiele ich auf jeden Fall hier einmal die Phantomritter des zerbrochenen Schwerts, weil wir die Option haben, eben auch eine 3er Exil zu machen. Es sollte klar sein, die Karte. Dann spiele ich zweimal noch den rotäugigen Leuchtfeuer-Metalldrache, weil es eben Stufe 7 Target ist in diesem Deck. Zusätzlich eine schöne Burn-Karte mit 2800 ATK, auch ein netter Beatstick. Dann einmal hier Nummer 11, großes Auge. Sollte auch klar sein, das ist eine Standard-Ranks 7 XI-Karte. Mit ihr einfach ein Monster des Gegners klauen. Dann zu zwei Karten, die eher untypisch sind in dem Deck, die ich allerdings trotzdem spiele, da ich aktuell nicht so viele Rank 7 Exis quasi da habe, und zwar den buntäugigen Absolutdrache, auch zwei Monster der Stufe 7, und er hat einfach den Effekt, wenn ein Monster eines beliebigen Spielers einen Angriff deklariert, kann ich ein Material abhängen, den Angriff annullieren, sehr sehr gut, mit 2800 ATK, auch ein schöner Beatstick, kann man sich noch ein bisschen stallen, finde ich gar nicht so schlecht. Dann noch zur weiteren Fusion in dem Deck hier, einmal der Amulettdrache, weil ich eben auch die Option habe, ihn zu beschwören. Dann eben noch hier zweimal den dunklen Paladin, ich weiß, da werden jetzt einige Leute rummocken. Meckern, warum spielst du zwar den dunklen Paladin? Ganz einfach, also ich bin aktuell ein bisschen zu geizig. 14 Euro geht schon fast, dieser, glaube ich, schwarze Illusionsmagier auszugeben. Und ich finde, dafür beschwört man diese Karten einfach zu selten. Deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze ein bisschen klassischer zu spielen mit den Fusionen, die eigentlich ja auch nicht so schlecht sind. Dann kommen wir noch zu den zwei linken Monstern in dem Deck. Einmal der Proxy-Drache und einmal zum Decode-Talker. Ist, denke ich, auch Standard, brauche ich nichts mehr zu sagen. Und ja, das war es dann eigentlich auch soweit mit diesem Deckprofil. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar dazu da. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.